Servus und herzlich willkommen zu die Edelmetallstrategie. Mein Name ist Benedikt Hausler und du bist auf diesem Kanal dann richtig, wenn dich das Thema Vermögensschutz mit physischen Edelmetallen und Schweizer Vermögensschutzlösungen interessiert. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihr hart verdientes Geld, ihr Vermögen, sowohl betrieblich als auch privates Vermögen, optimalerweise mit Schweizer Vermögensschutzlösungen oder physischen Edelmetallen, optimalerweise gelagert auf Schweizer Boden, zu schützen vor Inflation, staatlichen Zugriff und Bankenpleiten. Heute haben wir zwei richtig coole Themen dabei, meiner Meinung nach. Bleib also bis zum Schluss dabei. Das erste ist eine Aktion unseres Edelmetallpartners der Auvesta, eine EEM-Aktion. Wir setzen mit der Auvesta Edelmetalle AG einen Großteil unserer Strategien um, unsere Edelmetallstrategien. Die Auvesta hilft uns und unsere Kunden dabei, Edelmetalle sicher einzulagern in der Schweiz, aber auch zum Beispiel in Großbritannien, Wien, Frankfurt, München. Aber Großteil der Edelmetalle liegt in der Schweiz und das ist für uns und unsere Kunden ein Riesenvorteil, weil dadurch die Edelmetalle natürlich auch geschützt sind vor dem staatlichen Zugriff, was wahrscheinlich in Zukunft tatsächlich nicht unrelevant sein wird. Über das werden wir sprechen, aber bleib unbedingt bis zum Schluss dabei, denn wir werden auch einen Report uns mal anschauen, nur einen Teil davon. Einen Report, der kommt nicht aus der Schweiz, nicht aus Deutschland, sondern aus Liechtenstein vom Vermögensverwalter Incrementum. Die meisten kennen diesen Report. Der In Gold We Trust Report und wir wollen heute das Kapitel anschauen oder mal kurz reintauchen über das Thema Silber. Ja, ich habe jetzt hier einfach meine klassische Silbermünze dabei. Wir werden uns das Thema Silber anschauen. Allein deshalb schon, weil natürlich du als jemand, der Vermögen schützen willst, sagst vielleicht, okay, ich finde zwar Edelmetalle eh cool und will auch vielleicht in Silber, Gold, Platin, Palladium investieren, aber ich finde die ganzen Informationen immer so aufwendig zum Recherchieren. Und das Coole an diesem Report ist, er ist zwar unglaublich ausführlich, aber wir kommen hier wirklich sehr schnell an richtig coole Informationen. Ich möchte mit dir heute einfach mal so ein paar Notizen besprechen, die ich mir gemacht habe und einfach mal sprechen, was da alles an Input drin ist. Denn am Ende von dieser Analyse werden wir sehen, warum auch Silber neben Gold ein Vermögensspeicher, Vermögensschutz ist und warum gerade Silber ein so wichtiges Industriemetall ist und es zum Beispiel auch neben so speziellen strategischen Metallen wie Gallium oder hier Hafnium, ja, was zigfach seltener ist wie Gold, warum Silber hier eine so strategische Zukunft vor sich hat und warum es unerlässlich ist für unsere Volkswirtschaften und so weiter. Wir starten kurz mit der Premium-Aktion für unsere Kunden, ja, also alle unsere Sparplankunden. Können wir nur darauf hinweisen, auf der Seite der Auvesta gibt es alle notwendigen Informationen. Das ist eine richtig coole Aktion, denn ich gehe jetzt mal raus und mache es wieder kleiner. Denn im Endeffekt haben wir doch alle ein Riesenproblem. So, machen wir das noch kleiner. Jeder von uns kann ja Edelmetalle irgendwo kaufen. Ja, ihr braucht es nur zum Hauptbahnhof gehen und kauft da, was weiß ich, 4.000, 2.000 Euro Edelmetalle und dann habt ihr es. Das Problem dabei ist, ihr werdet gerade dann beim Edelmetallkauf alleine gelassen, wenn die wirklich entscheidenden Fragen anstehen. Also erstens, wo werden die Edelmetalle geliefert, wo sind sie versichert, wo ja, sind sie gelagert, sind sie auf deutschem Boden, Schweizer Boden, großbritannischen Boden, wo auch immer, wo sind die gelagert und vor allem ein ganz großes Thema, was immer wieder unterschätzt wird, wie kann ich die Edelmetalle wieder verkaufen? Das wird in Zukunft ein Riesenproblem, auf das wir schon jetzt hinweisen wollen. Und für einen normalen Edelmetallanbieter ist die Kundenbeziehung dann vorbei, wenn die Edelmetalle den Tresen überquert haben. Wir arbeiten deshalb mit Auvesta zusammen, weil es absolut Sinn macht, über Sparpläne Vermögen mit Edelmetallen aufzubauen und weil die Auvesta durch solche Aktionen, also hier die EEM-Aktion, den Kunden ermöglicht, unseren Kunden auch einmal Käufe zu tätigen und dann
mehr Ware für das Geld zu bekommen. Und das ist natürlich gerade beim Vermögensaufbau cool, wenn wir bis zu 2% Cashback bekommen oder 2% Edelmetallprämie bekommen, weil wir dadurch natürlich unseren Vermögensbestand langfristig schneller aufbauen können. Ja? Also hier diese kleine Werbeeinblendung ist vor allem für unsere Kunden relevant, dass die Kunden, die aktuell überlegen, vielleicht nochmal größer einzusteigen, diese Aktion auf jeden Fall nutzen, ja? Weil die Frage ist natürlich, wie lang bleibt der Preis so. Aber das mal für die aktuelle Information. Jetzt will ich mit dir in den Gold We Trust Report einsteigen. Und genau, das Thema ist, ein Kapitel davon ist die silberne Dekade. Bevor ich anfange, diesen Report kannst du kostenlos runterladen. Ich tue den Link unten rein. Es gibt eine ausführliche Version und es gibt eine kompakte Version. Ja, die ausführliche finde ich richtig stark. Man braucht nur ein bisschen Zeit dafür. Wir beschäftigen uns jetzt mit Silber. Und schauen mal so ein bisschen, was drin steht. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich lese ein paar Auszüge vor, werde ein bisschen was dazu erzählen. Wir werden nicht alles durchgehen, aber ein paar Sachen, die ich mir notiert habe. Letztes Jahr wurde die In Gold We Trust Compliance Kreidebleich als unser erster Entwurf den folgenden Investmentratschlag enthielt. Verkauft alle anderen Positionen und kauft Silber. Um die Mitarbeiter der Compliance-Abteilung zu beschwichtigen, formulierten wir die Nachricht wie folgt. Das ist der größte Rabatt der Geschichte auf eines der wichtigsten und nützlichsten Metalle der Menschheit. Diese Worte zierten diese Seiten zu einem Zeitpunkt, als Silber nur mit 1:125 des Goldpreises bewertet war. Was bedeutet es? Das bedeutet, die Gold-Silber-Ratio war zu diesem Zeitpunkt bei 125. Wir haben also für eine Unze Gold damals 125 Unzen Silber bekommen. Das sehen wir hier und das ist ein historischer Höchststand. Das bedeutet, noch nie in der jüngeren Geschichte konnten wir so viel Silber bekommen für eine Unze Gold. Und das war damals für unsere Kunden ein super Zeitpunkt, in Silber zu investieren. Und die meisten haben das auch gemacht, um dann ein Jahr später die Hälfte ihres Edelmetallvermögens wieder in Gold zu tauschen. Wenn du dir die Frage stellst, warum man das machen sollte, stelle ich dir eine Frage. Stell dir vor, wir haben am Anfang eine Unze Gold. Bei einem Gold-Silber-Ratio von 80, sagen wir mal. Oder sagen wir mal von 60. Und wir investieren jetzt in Gold. Wir warten jetzt, bis die Gold-Silber-Ratio bei 125 ist. Wir sagen jetzt einfach mal 120. Das heißt, ich bekomme für eine Unze Gold 120 Unzen Silber. Jetzt seht ihr, dass die Gold-Silber-Ratio wieder gefallen ist. Wir haben immer noch 120 Unzen Silber. Wir sind jetzt zu 100% in Silber investiert. Die Gold-Silber-Ratio fällt wieder auf 60. Jetzt kann ich Folgendes machen. Ich tausche meine 120 Unzen Silber mit einem Tauschverhältnis, mit einem Wechselkurs, mit einer Gold-Silber-Ratio von 60 um in Gold. Was habe ich jetzt geschafft? Ich habe meine Ware um 100% erhöht, ohne zusätzliches Geld in die Hand nehmen zu müssen. Und genau diese Strategie haben unsere Kunden angewendet. Die haben teilweise 20-30% Ware innerhalb eines Jahres aufgebaut. Also wirklich hier großes Kompliment und Glückwunsch an diejenigen, die diese Strategie genutzt haben. Wir gehen ein bisschen weiter runter. Hier mal ganz spannend eine Zusammensetzung des Gesamtangebots an Silber. In Millionen Unzen. Hier Mexiko, größtes Förderland, Peru, China, industrieller Schrott, Russland und hier der Rest der Welt. Das ist einfach mal ganz spannende Grafiken.
So. Es ist, und jetzt ganz spannend, es ist so, dass der Analystenkonsens scheinbar bei Silber so ist, bei Silberanalysten, dass die Corona-Pandemie mittelfristig keinen großen Einfluss auf den Silberpreis und den Silbermarkt hat. So, das ist die allgemeine Meinung. Hier ist die Meinung der Autoren. Wir glauben, dass sich diese Annahme als falsch erweisen wird, denn auch wenn das Virus wenig bis gar keine Auswirkungen auf die Silberförderung selbst haben mag, so hat es doch viele Auswirkungen auf die Politik und die Gesellschaft. Das wird sich im Preis, einem höheren Preis, niederschlagen, in einem Preis, der neue inflationäre Ära widerspiegelt, in die wir eingetreten sind. Das bedeutet hier in diesem Report ist immer wieder vor der Modern Money Theory die Rede. Das ist letztendlich eine Gedankenschule, die diese Quantitative Easing Strategie der Notenbanken ab 2020, teilweise schon 2019, ersetzt hat. Und dieses Modern Money Theory geht auch in die Richtung von staatlichen, wie sagt man da, Einkommen, also bedingungslosen Einkommen oder Grundeinkommen. Bedingungslos wird es wahrscheinlich nicht werden, aber einem Grundeinkommen, das dann von der Druckerpresse beispielsweise finanziert wird und so weiter. Ja, wir gehen hier ein bisschen weiter. Und jetzt finde ich etwas ganz spannend, denn die Silberanalysten sind so der Meinung, dass der Silbermarkt grundsätzlich wieder so wird, wie er vor 2020 war. Das muss jetzt jeder für sich selber entscheiden. Aber ich glaube, dass hier die Autoren einen sehr guten Punkt treffen. Ich lese vor, auch die Regierungen werden die Förderung der grünen Energie ausweiten. Silber kann hier in dreierlei Hinsicht profitieren. Erstens Verwendung von Silber in Solarzellen. 8,4 bis 15% des Silbers werden für Solarzellen verwendet. Ja, das ist eine Nachfragesteigerung, wenn man jetzt hier von 15% ausgeht, um 40 Millionen Unzen pro Jahr im Vergleich zur bestehenden Konsensprognose. Zweitens, Elektrofahrzeuge. Auch hier ist Silber ein unersetzliches Element. Stattdessen macht sich das Metall sehr gut als Teil der Netzwerkkonnektivitätsrevolution. Die Verwendung von Silber in der Autoproduktion hat im Laufe der Jahre dramatisch zugenommen, weil unzählige elektronische Geräte integriert wurden, wie Bildschirme, tote Winkelwarner und Reifendrucksensoren. Ihr seht also, wie mächtig Silber ist. Also Silber ist nicht nur eine schöne Münze, sondern ist vor allem in der Industrie elementar. Der dritte ökologische Treiber für Silber wäre eine Renaissance im Bereich Atomkraft. Die Autoren sprechen hier davon, dass es viele gibt, die natürlich sagen, Atomkraft ist ein, ja, Umweltkiller und schwierig in Bezug auf Umwelt. Es gibt andere Menschen, die anders argumentieren, die vielleicht sogar sagen, Atomkraft ist wahrscheinlich die sicherste Energie. Hier gibt es einen sehr spannenden Vortrag auch von meinem Professor, bei dem ich Abschlussarbeit geschrieben habe. Ich muss jetzt da gar nicht seiner Meinung sein, aber er hat mal runtergerechnet, bei welcher Energiequelle die meisten Menschen sterben. Und hier schlägt tatsächlich die Atomkraft, schlägt sich extrem gut im Vergleich zu Kohlekraft, Öl oder auch regenerativen Energien. Also statistisch ist es so, dass wenn man die menschlichen Verluste durch Energieversorgung mal zählt, Atomkraft tatsächlich wesentlich besser abschneidet wie regenerative Energien. Es ist vollkommen egal, wie wir dazu stehen. Ja, es ist egal, wer welche Meinung hat. Es ist nur so, dass es natürlich Politiker gibt, auch strategische Energieexperten, die Kernkraft als relevant in der Zukunft einschätzen. Wir sehen ja auch, dass große Industrien wie
China zum Beispiel extrem viele Atomkraftwerke bauen. Und ganz wichtig, wir brauchen für Atomkraft dieses Element. Schauen wir mal, ob man sieht überhaupt. Ja. HF ist Hafnium. Weil Hafnium, aus Hafnium werden diese Stäbe gemacht, diese Platten gemacht, die dann ins Atomkraftwerk, in den Reaktor reinfahren, wenn der abgeschaltet werden muss. Wir brauchen aber auch Silber. Und deshalb ist auch hier Silber von Vorteil. Und hier noch einfach was für Anleger, die vielleicht auch neu in dem Bereich sind. Unmittelbar nach dem durchschlagenden Erfolg der GameStop-Attacke wurde Silber als der nächste derartige Chance identifiziert. Warum Silber? Ich will dir gar nicht viel zu dieser Aktion Short Squeeze bei Silber erzählen. Aber was hier unglaublich wichtig ist zu sehen, bezifferte das Verhältnis von Derivat zu physischem Markt für Silber auf 183. Das heißt, es gibt 193 mal mehr Papiersilber als physisches Silber. Bei Gold liegt das Verhältnis bei 74. Das sind Schätzungen. Ja. Das kann man nicht genau sagen, weil keiner genau weiß, was jetzt wirklich alles gehandelt wird. Aber das sind mal die Richtlinien. Und hier seht ihr schon, unter welchen Marktkräften dieser Silberpreis immer hin und her geschoben wird. Denn wenn wir knapp das 200-fache an Papiersilber haben, dann wissen wir, dass hier einfach eine extreme Manipulation an den Märkten ist und dass es umso wichtiger ist, in physische Metalle zu investieren. Ja, jetzt als Abschluss zu dem Thema Short Squeeze bei Silber sagen uns die Autoren, okay, letztendlich ist es natürlich eine sympathische Aktion, die diese Redditors hier machen, aber das ist nicht darauf, warum wir in Silber investieren sollten, sondern es sind die langfristigen Trends aus Angebot, Nachfrage, Investments und Inflation, die die Preisentwicklung der Metalle bestimmen. So sehe ich das auch. Und die Zukunftstechnologien sind von Silber geprägt. Deshalb ist Silber ein unersetzliches Industriemetall, das auf jeden Fall auch in unser Depot gehört. Aktuell empfehlen wir eine Aufteilung von 50% Gold, 50% Silber. Ja, und das ist meiner Meinung nach der Spruch, der es absolut in sich hat. Everyone is looking for gold, so I'll be the one collecting the silver. Hier glaube ich, gibt es auch nicht mehr viel zu sagen. So, also haben wir 18 Minuten auf dem Tacho. Nein. Und hier noch ganz kurz. Hier noch ganz kurz eine Empfehlung, wenn es gerade um Silber geht. Also Silber, für viele Profi-Anleger ist das nichts Neues, aber Silber unterliegen der Differenzbesteuerung, wenn wir das in Münzen kaufen, von 7% oder 19%, wenn wir Barren kaufen. Hier die einzige Lösung ist in Münzbarren, der differenzbesteuert ist. Gerade wenn es um größere Investments geht, also reden wir hier mal von 10.000, 15.000, wir haben Kunden, die 50.000, 100.000 Euro hier investieren wollen, dann macht es keinen Sinn, das wirklich einerseits daheim zu haben, einerseits ist es viel zu viel Gewicht, also auch zum Transportieren ist das ein tatsächliches Problem, zum Eintauschen ist es ein Problem, weil ihr keine Rückkaufsgarantie in den meisten Fällen habt und rein preislich ist es Problem, weil sie ja relativ teure Preise bei Münzen natürlich zahlt. Also gerade wenn wir wirklich sprechen, nicht über Notgroschen mal ein paar tausend Euro, sondern wirklich mal so 20.000, 30.000, dann zahlt sie da halt wirklich relativ hohe Preise. Also Grammpreise. Und vor allem die Steuer. Und deshalb empfehlen wir optimalerweise, gerade wenn wir größere Beträge haben, einen Teil der Edelmetalle, also wirklich mal ab 10.000 Euro, 20, 50, 100.000, 200.000 Euro in der Zollfreilage zu legen, optimalerweise auf Schweizer Boden oder vielleicht sogar interessant, ein bisschen diversifizieren, also ein bisschen was in der Schweiz, vielleicht Großbritannien, ein bisschen was kann man auch in Deutschland haben im Zollfreilage, das ist jetzt nicht das große Problem, wenn man 10% im deutschen Zollfreilage hat, aber hier haben wir den Vorteil, ohne Umsatzsteuer Silber zu kaufen,
Wir haben mit unserem Edelmetallanbieter auch die Möglichkeit, die Edelmetalle jederzeit zu verkaufen, also eine hundertprozentige Rückkaufsgarantie. Denn was hast du davon, wenn du daheim für 50.000 Euro Silber hast und du kannst es nicht mehr loswerden? Und deshalb ist auch so etwas wie eine Rückkaufsgarantie eine Mindestvoraussetzung, die dein Edelmetallanbieter auch erfüllen sollte, dass du dieses Geld auch wieder in den Kreislauf oder dieses Gold und Silber wieder in den Kreislauf zurückbringen kannst. Gut, das waren die abschließenden Worte. Wir werden morgen drüber sprechen. Oder vielleicht übermorgen. Was unser neues Gewinnspiel ist, wie du mitmachen kannst und was es für Neuigkeiten gibt. Ich wünsche dir einen schönen Start zur EM. Wenn du Fragen hast zum Thema Edelmetalle, dann melde dich bei uns zum kostenlosen Beratungsgespräch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.